Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Hearthstone. Heute probieren wir mal eines dieser Basiskarten-Druiden-Decks aus. Sieht gut aus. Basiskarten-Druiden, also Basiskarten-Deck heißt in diesem Fall, dass in diesem Deck nur Basiskarten verwendet werden, die man bekommt, wenn man den Charakter auf Stufe 10 spielt. Was an sich jetzt nicht schwer ist. Und das Deck oder die Deck-Idee stammt nicht von mir, sondern von Mastercube. Seinen Kanal und die Deckliste werde ich euch in die Videobeschreibung reinpacken. Schaut euch mal seinen Kanal an, beziehungsweise das Video von ihm, in dem er das Deck vorstellt. So, und jetzt ruckelt das Spiel im Moment komplett bei mir rum, also ich befürchte, dass bald mal abkackt, wenn es so weitergeht. Und ja, was wäre zum Sagen zu diesem Deck? Bei dem Deck geht es darum, so schnell wie möglich starke Kreaturen rauszubekommen, von denen ich aktuell leider nur eine auf der Hand habe, und das ist schon meine stärkste, die ich habe. Ja, das wäre es im Grunde zu dem Deck. Ja, wunderbar. Ich bekomme da jetzt eine teure Karte nach der anderen. So, es wäre schön, wenn ich mal eine Kreatur ziehe, die ich ausspielen könnte. Und für den brauche ich immerhin noch zwei Züge, da ich ja Anregen auf der Hand habe. Wenn er dann draußen ist, wäre es schon cooler, aber im Moment bin ich mehr oder weniger nackt hier vor dem Gegner. Wir behaken uns anscheinend gegenseitig mit unserer Heldenfähigkeit. Na also, da haben wir schon den ersten. War jetzt zwar nicht früh, dass ich die Karte ausgespielt habe, aber naja, dafür wird dann nächste Runde, wenn ich wieder dran bin, der liegen. Und das dürfte dann schon eine anständige, ja, Arbeit für die Gegner werden, den wegzubekommen, ist ohne weiteres. Aber gut, er ist Druide, er könnte das gleiche machen, wenn das Deck auch darauf abzielt. Ich frage mich, ob... Also er hat, glaube ich, hat er schon eine Karte gespielt? Ich glaube nicht. Aha. Fügt mir einen Schaden zu, wie es ausschaut. Und bringt mich dann zum Schweigen. Na toll. Genau jetzt kommt die zweite Anregenkarte. Hätte ruhig ein bisschen früher kommen können, damit der Liebe hier schon... Nein, dass der noch nicht gelegen ist, ist gut, hat er seinen Spott verloren. Also sollte ich aufhören, mich zu beklagen. Und die einfach mal runterspielen, ne? So, und der Gegner hatte, wie ich vorhin gesehen habe, doch schon ein, zwei andere Karten auf der Hand. Okay. Nein, kannst du nicht. Sehr schön, Pankenhieb. Und kann ich dann, wenn es sein muss, das Feld leer räumen. So, die Karte möchte ich mir eigentlich noch aufsparen. Genauso wie die hier. Und ich werde mal die Eule wegräumen. Das wär's dann mal. Ich klaue und das Sternenfeuer behalte ich mir auf. Für die Runde, in der ich weiß, dass ich ihn finishen kann. Nein. Das erledigt er ihn auch noch. Okay, das ist jetzt bitter. Aber gut, er hat dafür im Grunde Sternenfeuer ausgeben müssen, plus eine seiner anderen Karten.
hat dafür zwar was nachziehen können, aber naja. Das Dingo. Ja. Er hat meine Karte nicht ganz gratis bekommen und hier zumindest einmal damit Schaden machen können. Das ist ja schon was. So, was hat er jetzt noch auf der Hand? Selbst, er spielt jetzt selbst Anregen und wird jetzt wahrscheinlich selbst, genau, den Eich- und Borkenbeschützer ausspielen. Jetzt habe ich ein Problem. Nein, habe ich nicht. Ich habe genug auf der Hand, um ihn zu erledigen. Muss aber dafür zwei Brankenhiebe opfern. Was mir jetzt nicht unbedingt Freude bereitet. Oder ich mach's gleich wie er, opfere Sternenfeuer und meine Kreatur und nimm ihn dafür den. Ich glaube, das werde ich auch machen. Was ziehe ich jetzt Schönes nach? Okay. Gut, ich habe jetzt zwar so wie, genauso wie er dafür zwei Karten hergeben müssen, damit ich ihm das abziehe. Aber mit dem großen Unterschied, ich konnte meinen mal zum Angriff einsetzen, er nicht. Und er musste jetzt noch eine Heilung einsetzen, um sich wieder raufzubringen, auf die Lebenspunkte, die er doch verloren hat. Und irgendwas läuft momentan bei mir überhaupt nicht rund, weil das Spiel ruckelt. Plus 4 Leben und Spott wahrscheinlich. Ja. Ja, da würde ich mir jetzt ein bisschen die Zähne ausbeißen, fürchte ich. Jo, wie machen wir den denn kaputt? Ich denke nur, als erstes werde ich dich rauslegen. Hat zwar nur 2 Angriff. Aber so muss er wenigstens mal angreifen, um was reißen zu können. Einmal so. Einmal so. Ich möchte jetzt nicht wirklich einen Brankenhieb runterspielen, oder zumindest nicht bevor er noch ein, zwei andere Kreaturen runterlegt. Ja, lassen wir das. Mit den Kreaturen angreifen möchte ich die Runde noch nicht, obwohl es klüger gewesen wäre, denn wenn er jetzt Brankenhieb spielt, habe ich ein Problem. Ich, 2 Angriff. Okay, jetzt erledigt er den. Yep. Und wird mich direkt angreifen anfangen. Jetzt mit 4 Schaden ist er doch durchaus gefährlich. Ja, ob es mir gefällt oder nicht, ich werde jetzt ziemlich alles, was ich auf der Hand habe und am Spielfeld habe, benutzen müssen, um den Typ zu überwinden. Gefällt mir zwar überhaupt nicht, aber das Vieh muss weg. Hat mich jetzt jede Menge Karten gekostet. Und erzähle ich noch irgendwas Heftiges auf der Hand? Ich bin zurück. Oh, scheiße. Ja, du hilfst mir jetzt eigentlich genau gar nichts. Nächstes kann ich dafür eine Karte ziehen. Und ich hoffe... Nein, ich habe nicht auf dich gehofft, aber... Naja. Ich sag mal, besser als nix. Und ich... Ja, werde den angreifen. Und mit dir werde ich auf den losgehen. Hä, was? Warum? Was habe ich jetzt gemacht? Schlangen. Es müssen Schlangen sein. Oh, ich glaube, ich bin tot. Nein. Er macht nur, unter Anführungszeichen, er macht zu wenig Schaden noch. Ich überlebe noch.
Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, ich glaube, es ist egal, was ich jetzt mache. Ich bin ich bin erledigt. Aber das könnte auch zum Teil einfach... Ja, du mich auch. Das könnte eigentlich daran liegen, dass der ein paar recht gute Karten hatte. Autsch. Ja, lassen wir ihn den Spaß. Ja gut, die Runde ist daneben gegangen. Probieren wir es einfach noch einmal. So, dann schauen wir mal, ob wir diese Runde mehr Glück haben. Die letzte Runde war ja ziemlich unglücklich. Die Hand ist, ja, ja, hier können wir noch die Münze. Das sollte, glaube ich, gehen. Der Starthand. Sternenfeuer. Will ich jetzt die Münze einsetzen um den? Nein, will ich nicht. Die Münze behalte ich mir vorerst mal für ein Eis und gehe die auf. Vielleicht kommt aber noch bald eine Karte nach, die interessanter wäre. Ja, das hat ihm sicherlich wehgetan, der Zug. Wenigstens habe ich schon mal eine Karte draußen, mit der ich seines Succubus zerstören kann. Außer er erledigt mir meinen Schlamm irgendwie anders. Boah. Scheibe. Das verzögert jetzt natürlich meine ganze Zerstörungsaktion einen Zug. Ich glaube, ich werde den Eiswind Yeti jetzt wirklich brauchen. Er wird jetzt wahrscheinlich den Murloc opfern, um den zu zerstören. Und dann brauche ich die nächste Runde etwas, um seine Succubus zu zerstören. Da wird sich dann mein Yeti anbieten und der wird die Sache sogar überleben. Außer jetzt macht er wieder irgendetwas Gemeines. Oh! Okay. Der Yeti wird das nicht überleben, wenn ich ihn angreife. Oder wenn ich sie jetzt angreife, aber egal. Ja. Gut. 4 Mana, das heißt, ich mach mal so und so. Ach, die hat jetzt 3 Leben. Gut. So, ein bisschen Schaden habe ich ihn damit gemacht und ich habe auch so eine blöde Succubus-Deck bekommen. Ist schon mal ein Anfang. Jetzt haben wir Sternenfeuer auf der Hand. Naja, schauen wir mal. Okay, er hat anscheinend gerade nichts auf der Hand, mit dem er mir entgegenwirken kann. Werden wir halt einfach mal bei ihm zuschlagen, so viel es geht. Nein, Klaue möchte ich trotzdem nicht einsetzen. Noch nicht. Schon wieder Adalas. Hat er nur so teure Karten auf der Hand oder wartet er auf etwas? Okay, wahrscheinlich wird er jetzt versuchen, mit irgendwelchen Zaubern um sich zu werfen. Will ich jetzt einen leeren Mana-Kristall oder will ich den Oger vom Feld haben? Oder will ich meinen Oger ausspielen? Das ist jetzt Frage der Fragen. Ich vermute, er wird gleich mit Schadenszaubern um sich werfen anfangen
und da ist der Typ, der uns den Zauberschaden zu erhöhen, böse. Also riskiere ich es einfach und zerstöre ihn den. Auf gut Glück. Oh. Und ziehe auch noch ein Anregen nach. Womit ich jetzt einfach meinen Wildwuchs trotzdem holen kann. Tja, das war ein Fall von Glück, muss ich sagen. Dann kann ich jetzt nächste Runde mit 8 Mana, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, in Ogre spielen oder noch einmal Sternefeuer nutzen und auch noch meine Gestaltwandlung nutzen. Aber mal schauen, was er machen wird. Okay, er wird mir meinen Spotter nehmen. Hat jetzt aber dafür sein ganzes Mana verpulvert. Das heißt, ich werde ihn weiter angreifen. Für die Wildnis. So, jetzt hat er mal den 6-7er, um den wegzubekommen. Da dürfte es ein bisschen zu knabbern haben, hoffe ich. Anscheinend hat er schon eine perfekte Karte dagegen, oder er will sie auf mich spielen. Na komm schon, zeig, was du hast. Okay. Dann schaut mir mal kurz. Wir haben hier 6, 8 Schaden plus 5. Ja, das wär's gewesen. Tja, so kann's gehen. Und somit haben wir wenigstens die zweite Runde mit diesem Basiskarten-Druiden-Deck gewonnen. Gut, dass die erste Runde verloren ging, das behaupte ich mal, lag jetzt nicht rein am Deck, sondern einfach daran, dass die Gegner gute Karten hatte und die auch gut gespielt hat. Ich muss sagen, das Deck, ja, war ganz in Ordnung. Ich muss es jetzt noch mal morgen in der nächsten Episode testen. Da sehen wir dann ja, ob es jetzt in die Richtung nochmal gewinnen tendieren wird oder ob ich noch niederlang einstecken werde. Aber das sehen wir morgen. Ansonsten wisst ihr, wie es läuft. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar hinterlassen oder gleich abonnieren. Würde mich freuen und ich hoffe, wir hören uns auch bei der nächsten Episode wieder. Macht's gut und ciao.